Ja, herzlich willkommen zurück in Bad Kieselheim bei City Skylines. Mein Name ist Ilex und mir ist aufgefallen, dass ich gar keine Katastrophenschutzeinheit habe. Ich aber gerne eine hätte. So, die kommt dahin. Es bietet sich da nämlich irgendwie an. Ich habe zwar, wie gesagt, keine Katastrophen eingeschaltet, aber ich würde gerne trotzdem hin und wieder vielleicht welche einschalten. Und da brauchen wir sowas. Und auch eine große Antenne. Die setze ich dahin, weil da kriegt sie nämlich Strom. So sieht die aus. Die informiert nämlich die ganzen Anwohner in diesem ganzen Bereich. Sieht sehr cool aus. Darüber, wenn ein Katastrophenfall vorliegt. Und Notunterkünfte brauchen wir natürlich auch. Und da brauchen wir direkt eine große Notunterkunft direkt daneben. Das war jetzt alles sehr teuer. Oh, die kostet 74.000. Ja, die war jetzt wirklich sehr, sehr teuer. Da passen aber auch 10.000 Leute rein. Also im Prinzip unsere ganze Stadt passt in diesen Emergency Shelter. Boah, sieht das geil aus, das Ding, oder? Cool. Die passen da alle rein, die Leute. Genau. So, wie ist es eigentlich jetzt hier oben mit den Häusern? Sind die jetzt mittlerweile eigentlich alle schon auf Maximallevel? Nee, aber auf bestem Wege. Siehst du? Sehr gut. Was haben wir denn noch so an neuen Sachen hier? Pädagogische Zeppeline. Ah, wir können die Besteuerung erhöhen. Jetzt wird es nämlich interessant. Steuererhöhung für gering besiedelte Wohngebiete. Steuererhöhung für gering besiedelte Gewerbegebiete und für. Ne, für Industrie geht das gar nicht. VIP-Gebiet. Sämtliche Schutzräume im richtigen Bereich sind ausschließlich den Bürgern vorbehalten, die dort leben. Blitzableiter. Nee. Aber hier oben kutschen, der ist nur noch Elektroautos rum, oder? Ist das richtig? Naja, zumindest die Leute, die da wohnen, haben Elektroautos im Parkhügel. Gut, wie ist denn jetzt überhaupt so die Lage mit Krankenhäusern? Das ist überall ganz gut. Vielleicht bauen wir hier unten noch einen Friedhof hin. So, Brandschutz ist eigentlich auch ganz gut, außer da im Industriegebiet links. Polizei ist auch gut. Bildung. Ja, wie ist das jetzt mit den ungebildeten Arbeitskräften? Da brauchen wir eigentlich ja mehr von, ne? Andererseits haben wir jetzt auch mittlerweile schon ein dicht besiedeltes Wohngebiet, was hier hinten, glaube ich, irgendwie so hinkommt. Und ich glaube, ich erweitere den Parkhügel mal bei Zeiten. Weil da ist jetzt so ein gewisser Stillstand und hier oben ist auch noch ganz viel Platz. Hier oben soll überall Parkhügel sein. Ich glaube, das mache ich als nächstes mal. Aber erstmal guckt euch das an. Überall fahren die Autos. Hier oben ist ein bisschen mehr Verkehr, aber gut. Der sieht doch schön aus, oder? Ha, das ist toll. Wie ist das denn mit den Buslinien überhaupt? Wer fährt denn womit? So, die Busverbindungslinie mit 146 Leute. Krass. Im Parkhügel 50. Steinstraße 91 und im Industriegebiet 96. Jo, läuft doch. Das erhöht sich alles drastisch, wenn man dieses dicht besiedelte Wohngebiet hat und da drin eine Buslinie macht. Das ist heftig, wie sich das dann ändert. So. Ich überlege gerade, ob ich im Parkhügel irgendwo so eine bestimmte Straßenart mache. Mache ich da irgendwie mit Gras oder mit Bäumen oder mit Fahrradweg? Ich glaube mit Bäumen. Ich glaube, das mache ich mal. Ist zwar teuer, aber macht die Leute glücklich und ich finde es auch ganz schön. So, weil ja nicht mehr überall die Autos am Straßenrand parken. So. Querstraßen nicht vergessen. So. Weil das ist ja hier eh unser
Öko-Naturgebiet, sage ich mal. Und wo, wenn nicht hier, ne? Also, wo, wenn nicht hier? Achso, da ist schon, da muss noch, da ist schon, da ist auch schon, da muss noch. Was ist denn das da? Achso, da ist eine Bushaltestelle. Ah, so. So, da oben ist auch schon überall, da noch nicht. Da auch noch nicht. So. Das freut natürlich die Leute, die da wohnen. Was ist mit dem Strom los? Moment, ich schalte mal kurz auf Pause und verbessere erstmal überall fertig. Ich kümmere mich dann um das neu auftretende Stromproblem offensichtlich. So. Das ist schon... Habe ich noch irgendwo nicht da? Da kann ich auch noch, da auch. Da kann ich nicht, warum auch immer. Wahrscheinlich wegen der Bushaltestelle. Hm. Sonst dürften wir eigentlich fertig sein. Jo. Guck an. So, wie ist es mit dem Strom? Oh je, meine. Oh je, meine. Ich würde eigentlich gern sowas hier bauen, ne? Aber... Wie viel produziert das denn? Viel, glaube ich. Scheiße, habe ich nicht genug Geld dafür. Vielleicht reicht das auch schon. Knapp. Ja, doch, reicht. Sehr gut. So, was wird hier gebraucht? Nicht genügend. Gebildete Arbeiter. Ich liebe diese selbstversorgenden Gebäude. So, hier ist überall Bäumchen. Sieht doch schön aus, oder? Also, ich finde, das verpasst dem Ganzen so einen gewissen Flair. Hier unten ist sowas nicht. Ich überlege aber, hier unten Fahrradwege zu machen. Weil ich glaube, es fahren auch relativ viele Leute mit Fahrrad. Aber einspurige Straßen gibt es auch nicht irgendwie. Nee. Da mit Fahrradwegen könnte man das zum Beispiel machen. Dann wären halt überall in der Stadt quasi Fahrradwege oder ich lasse die Straßen normal. Und was ich mit der großen Hauptstraße mache, weiß ich auch noch nicht. Ich überlege eigentlich daran, bald schon eine Straßenbahn irgendwie in Betrieb zu nehmen. Es sind immer mittlerweile 8000 Einwohner. Das sind zwar immer noch nicht genug, um in der Realität irgendwie eine Straßenbahn rechtfertigen zu können, sagen wir es mal so. Aber ich hätte einfach gerne eine. Also, wenn eine frische Straße aus, wird überschüssiges, achso, wird überschüssiges Wasser zurück ins System gespeist. Wieso ist das zurück ins System? Halt ins normale Wasser halt. Vielleicht investieren wir mal in Ökowasser. Austritte. Unserer Umwelt zuliebe. Und dann machen wir noch so einen Frischwasseraustritt dahin. Im Prinzip für das Wasser, was nicht gebraucht wird. So sehen die aus. Finde ich eigentlich ganz cool. Was für eine tolle Stadt. Gut, wie sieht das jetzt finanziell mit unserem Nahverkehr aus? Der schmeißt immer noch keinen Profit ab, aber immerhin machen wir weniger Minus damit als zuvor. Das ist gut. Genau, ich wollte als nächstes den Parkhügel hier oben erweitern. Allgemein. Deswegen habe ich hier die Straßen alle erweitert oder verbessert, verschönert. Ist denn auch ein Straßenanschluss oder was? Nee. So. Gut, ich setze mich jetzt an den Parkhügel. Der Parkhügel wird jetzt schöner. Oh, da ist das Gefälle zu steil.
Da oben wird es nicht viele Wohnungen geben. Das ist aber irgendwie ganz interessant. Also, so rein optisch. So rein optisch finde ich das, glaube ich, ganz geil da oben. Was da gerade so abgeht. So, dann bauen wir da eine Straße zu quer hoch. Und vielleicht da auch noch eine Straße hin. Ja, es hat schon was, ne? Also, ich weiß nicht. Mir gefällt er wohl. Dieses bergige. Ja. Ich muss da nur daran denken, dass ich halt auch das Gebiet vergrößere wieder. Dass das jetzt auch bis da geht, damit da auch die Ökohäuser schön drin stehen. So, dann klatsche ich da mal überall noch Wohnhäuser hin. Das da finde ich echt cool. Ja, wenn es wahrscheinlich voll die Scheißhäuser stehen, aber cool ist es alle Male. Das muss ich sagen. Also, doch. Das gefällt mir schon. Jetzt haben wir den Parkhügel ein bisschen erweitert. Nicht viel, aber ein bisschen. Direkt die Buslinie anpassen, bevor ich das vergesse. So, das ziehe ich noch da unten. Das mache ich weg. Kann ich auch wegmachen. So, dann mache ich da noch einen hin. Da noch. Das ist jetzt hier alles quasi der riesige Wendekreis, oder was? Wäre das nicht viel logischer, wenn wir da unten lang führen würden? So quasi. Um den Wendekreis ein bisschen kleiner zu halten. So. Ach, schön. Ich glaube, wir haben ein Abwasserproblem. Ja, haben wir. Oh je. Oh je. Gut, wir brauchen mehr Abwasserpumpen. Habe ich jetzt auch überall schön die Öko-Abwasserpumpen gebaut? Ja, ne? Ja, sehr gut. Ja. Das ganze schöne Abwasser hier. Wundervoll. Kreuzungen. Ja, ja. Kreuzungen, die zu nah aneinander liegen, können Staus verursachen. Ich weiß. Huch. Wer hat denn da auch hier den Kletterer Bumsel verursacht? Das soll ja auch gar nicht so sein, weil wenn ich jetzt hier nämlich überall die Stoppstraßen habe, da können die nämlich schön fahren. Das läuft aber auch überall ganz gut. Oh. Feuerwehr. Hilfe. Da brennen immer noch zwei Bäume. Wollen wir da nicht auch mal was gegen machen? Nicht? Okay. Gut, dann brennen die Bäume jetzt halt. So, jetzt wird es interessant. Anstatt der Industriegebäude kann man nämlich auch Bürogebäude bauen. Und ich überlege gerade, ob ich großflächig Bürogebäude baue. Da brauchen wir dann gebildete Menschen für. Und ich glaube, ich fange jetzt auch mal so langsam an, Oberschulen irgendwo hin zu klatschen. Da zum Beispiel, wie weit dehnt sich das jetzt aus? Bis nach ganz da unten. Dann bauen wir direkt hier die nächste Oberschule hin. Haben wir direkt zwei. Damit wir mehr gebildete Arbeitskräfte bekommen für Bürogebäude und so. Die Landwirtschaft wird darunter zwar jetzt leiden, aber... Das ist denn nun mal so jetzt. So, hier oben, die Leute, die hier oben wohnen, haben alle jetzt diese hässlichen Elektroautos, ne? Ja, das sind alles Elektroautos. Ja, ist ja eigentlich ganz geil, ne? Ich glaube, ich erlasse das so als, als generelles Dings, dass ich allen Menschen sage, ihr braucht Elektroautos. Punkt. Und vielleicht auch eine Förderung des Fahrradfahrens. Bei... ich weiß nicht. Ich möchte eigentlich, dass die Leute mein ÖPNV benutzen. Mir ist eigentlich relativ egal, ob die mit dem Auto fahren oder mit dem Fahrrad. Solange die nicht mit meinem ÖPNV fahren, finde ich die eh scheiße. Die Leute. Also...
Ja, hier unten ist ja alles ziemlich dirty wegen dem, wegen der Müllverbrennungsanlage. Die war da vielleicht auch nicht so taktisch klug platziert. Aber die ist ja auch fast der, die Mülldeponie. Dafür habe ich die ja nur gebaut. Und es ist schon wieder eine Folge vorbei. Um Gottes Willen, wie schnell die Zeit vergeht. Ja, hier oben sind übrigens jetzt unsere Bergsiedlungen. Voll geile Aussicht. Also, wenn euch diese Folge auch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut in der nächsten Folge gerne wieder rein hier in Bad Kieselheim. Und ich würde sagen, bis dahin, macht's gut. Tschüss.